Neues Jahr, neues Glück, Neujahrsempfang auch in Weißenfels. Oberbürgermeister Robby Risch lud zahlreiche Vertreter aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur am 10. Januar in das Kulturhaus der Saalestadt ein. 2017 war medial eher ein schwieriges Jahr, was natürlich, sagen wir mal, mit der Stimmungslage mit manch Dauerbaustelle, zum Beispiel der Saalstraße, sagen wir mal, zusammenhing. Ansonsten, denke ich mal, sind wir tatsächlich auf einem guten Weg. Wir haben viele Sachen in die Umsetzung gebracht und sind auch perspektivisch bis ins Jahr 2020 hinaus gut aufgestellt. Es wird also große Fortschritte geben, nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch einfach in dem Bereich, der klassischerweise als freiwillige Aufgabe definiert wird. Dort werden wir Gelder haben, dort werden wir viel, viel stärker unseren Fokus drauf legen müssen. Weißenfels muss ein attraktiver Wohnstandort werden, nicht nur eben mit guten Wirtschafts- und anderen Rahmenbedingungen glänzen. Als Ergebnis eines Rechtsstreites werden der Stadt 4 Millionen Euro für genannte freiwillige Aufgaben zur Verfügung stehen. Ja, in erster Linie wird es eine Zweckbindung geben. Das heißt also, diese Gelder stehen ausschließlich für nachhaltige, investive Dinge zur Verfügung. Es wird also nicht zum Deckeln von Haushaltslöchern oder anderen Dingen verwendet werden können. Ja, und dann haben wir schon viele Vorstellungen, die beginnen von Stadtteilzentrum bis eben über diese Dinge, Indoor-Spielplatz, Kletterwald, Heimat-Naturgarten, der dringendst eine Alternative benötigt, dass er aus seinem Gefangenenbereich herauskommt. Wichtige Weichenstellungen haben wir, wie gesagt, in 17 getroffen. Vorbereitungen, Untersuchungen gemacht. Der Stadtrat kennt auch die ein oder andere Überlegung und jetzt gilt es, das in den nächsten Jahren umzusetzen. Weißenfels hat aber auch viele andere Baustellen. Was muss davon 2018 fertiggestellt werden? Die größte Baustelle, die natürlich fertig werden muss, weil auch der Weihnachtsmarkt dort stattfinden soll, ist natürlich der Markt. Aber wir liegen gut im Rennen. Ich denke, im November ist es fertig. Das Rathaus wird nicht fertig. Das haben wir ein Stückchen zurückgestellt zugunsten Investitionen im Kindergarten- und Schulbereich. Das wird aber Anfang 19 passieren. Ja, wir werden vor allen Dingen an der Digitalisierung weiterarbeiten. Da, glaube ich, sind wir schon federführend. Einerseits natürlich, dass die Stadträte mittlerweile alle quasi über ein iPad die gesamten Informationen erhalten und sich auch dort einbringen können, aber auch über unsere Webfels, unsere neue Weißenfelser App, die wir gemeinsam mit den Stadtwerken entwickelt haben. Ja, und dann werden wir uns auch des Bahnhofsareals annehmen, denn das ist das Tor zur Stadt. Wir werden dieses Jahr die entsprechenden Planungen beauftragen und werden nächstes Jahr beginnen mit der Bahnhofstraße. Ja, und dann im Anschluss, und damit bin ich eigentlich schon dann fast schon mit dem übernächsten Jahr natürlich mit dem Bahnhofsgebäude und dem weiteren Umfeld weitermachen. Der Neujahrsempfang wird auch genutzt, um Bürgerinnen und Bürger für ihren ehrenamtlichen Einsatz mit der Ehrennadel der Stadt auszuzeichnen. In diesem Jahr waren das Edwina Teichert, Felicitas Jordan und Cornelia König. Seit mehr als 25 Jahren realisieren die Lehrerinnen mit den Schülerinnen und Schülern am Goethe-Gymnasium Musical-Projekte. Das waren bis dato 13 Produktionen. Die 14. Produktion soll 2019 folgen und wird das Stück Robin Hood sein.